Herr Dr. Stein-Husebe, Sie sind europaweite anerkannte Koryphäe auf dem Gebiet der Palliativmedizin und Schmerztherapie. Wenn man jetzt Ihre Fachbereiche betrachtet, wo werden die Herausforderungen in den nächsten Jahren liegen? Was gilt es in den nächsten Jahren zu beachten, um dieser Thematik gut zu begegnen? Also es gibt in Europa eine tickende Bombe. Und global betrachtet würde ich auch sagen, wir haben vier globale Herausforderungen. Das eine ist Frieden, das andere ist Armut, das dritte ist Milieu. Und alle diese Gebiete haben Friedensnobelpreis bekommen. In meinen Augen, das vierte Gebiet, worüber nicht gesprochen wird, und besonders in Österreich nicht, ist Altenfürsorge. Also die Bevölkerung wird ständig älter. Wir werden länger leben, aber wir werden auch länger Fürsorge brauchen. Und die Anzahl von Patienten mit Demenz wird sich verdoppeln in den nächsten 30 Jahren. Und diese Menschen brauchen keine aktive Sterbehilfe. Sie brauchen keine Ernährungssonden. Sie brauchen kompetente medizinische und menschliche Betreuung.